Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Sie wissen, gestern Abend haben wir gemacht eine große Mitzwe, haben wir gelesen die ganze fünfte Buch von Torah. In der Synagoge, in dem Stibbel, haben wir dem ganzen letzten Buch von der Teure, Dvorim, vorgelesen. Und dann steht dort geschrieben, öffne deine Hand zu deinem Bruder und gebe ihm, wenn er braucht, unterstütze ihm, helf ihm, wenn ein Mensch hat nicht, soll man ihm geben. Aber die Tora sagt weiter, wenn er will nicht haben Geld, gib ihm Laien, sollst du ihm Geld borgen. Soll er nehmen für eine gewisse Zeit dem Geld, nutzen und später, wenn er hat, soll er zurückgeben. Oder du gibst dem Le Moschel 1000 Dollar und er gibt dir jeden Monat ein 50er. Und mit der 50er jeden Monat, er kann zurechtkommen. Das nennt man heute Ratenzahlen. So wie wenn die Firmen wollen die Menschen etwas verkaufen und der Mensch sagt, ich habe nicht kein Geld, von wo soll ich kaufen ein Auto? Was machen die Chachomim? Sie sagen die Menschen, nein, du musst nicht alles bezahlen jetzt. Jeden Monat ein bisschen zu bezahlen, ist für den Mensch viel einfacher zu denken. Aber ich möchte mit euch heute reden über einen Begriff. Dieser Begriff heißt Bürgschaft. Bürgschaft heißt, wenn einer will Geld nehmen von Bank oder von jemand, man darf oben noch zwei Menschen zu chasmen, zu unterschreiben, sollen sie bezahlen das Geld, falls derjenige, der hat geliehen, hat nicht zu bezahlen. Aber die zwei Menschen, die schreiben Bürgschaft, müssen Menschen sein, die haben. Wenn er nennt noch zwei Leute, die haben gar nicht, der Bank wird ihm nicht geben, dem Hypothek. Der Bank will sein, dass die zwei Verwandte, Familie, Freunde, wie auch immer, die kommen. Sie bringen Möglichkeiten, dass sie das bezahlen können. Und stellt sich die Frage, Bürgschaft zu sein, eine Bürge, ist eine Mitzwe, ist eine gute Sache, eine positive Sache oder eine gefährliche, eine schlechte, eine nicht gute? Das ist meine Frage. Was denkt die jüdische Teure über helfen, andere Menschen mit Bürgschaft zu sein? Das heißt, Garantien nehmen, Verantwortung übernehmen über das Geld, das jemand anders genommen. Verstanden die Frage? Вчера вечером читали пятую книгу Торы. И в этой книге, это всю пятую книгу читали. В этой книге говорится о том, как отношения между людьми. Если у человека денег нет, а ему нужны деньги, значит, ему дают, либо одалживают. Вот когда одалживают деньги, должны быть два свидетеля, которые гарантируют, что это человек отдаст, ну не сразу, ну, иногда в рассрочку мы покупали, иногда вот сразу, а вот кто не может сразу, тогда в рассрочку. И тогда должны быть два человека, свидетели, которые гарантируют, что если у этого человека денег не будет, все равно они гарантируют возврат этих денег. Какой-то. Но эти люди должны иметь деньги, эти гранты. Если они денег не будут иметь, так что они могут гарантировать? Поэтому вот, и он говорит, вот такой вопрос. Это хорошо, когда вот такой вот два гаранта и одалживают деньги? Или это плохо? Поручители, они поручаются, или гарантируют, то же самое. Also, поручители, это хорошо, а это риско? Или это риск? Das ist die Frage. Хорошо. Позычь, а потом отдашь. Так отдай. Sie sagen, welche Leute sind die garantieren? Gute oder schlechte? Darf ich Ihnen glauben oder nicht?
Okay, warten wir. Wir werden sehen, was sagt die Teure. Okay, das ist die Frage. Einer von den größten Tzadikim, der Mordechai, Radbaz, Reb David Ben Zimra, Josef Ometz, ein Rabbiner aus Frankfurt, aus Worms, er sagt, bei guten Freunden, bei guter Familie, nicht nur, das ist eine gute Sache, sondern das ist eine große Mitzwe, Bürgschaft zu sein. Das ist noch mehr wie Spende, das ist noch mehr wie Wohltätigkeit, das ist eine Unterstützung. Soll ein Mensch nicht runterfallen, wenn ein Esel seine Päckel fällt bald runter, manchmal mit einem kleinen Stub sitzt er korrekt. Aber manchmal, wenn der Esel ist schon gefallen, komplett aufzuheben, ist sehr, sehr schwierig. Aber Geld leihen und Bürgschaft, Bürger zu sein, das ist eine große Mitzwe, das ist eine sehr fantastische Wohltätigkeit und soll man das definitiv machen. Und sie sagen, wenn einer macht das, er kann nicht vorstellen, was für eine große Mitzwe macht er im Himmel. Das ist eine Seite. Die andere Seite, König Schlomo sagt, wenn hast du deinem Freund gegeben, deine Bürgschaft, hast du verloren deine Hand. Das ist so, wie einer legt seine Hand in eine Wolfmaschine. Er sagt, das ist ganz gefährlich. Geh weg von dieser Bürgschaft. Du kannst sein ein guter Mensch. Und einer sagt, komm, komm, und du willst ein guter sein, dein Bruder, dein Schwager, dein Schwiegervater, keine Ahnung, dein guten Freund. Ja, ich will nur kaufen das, und du unterschreibst. Und du denkst, das wird nicht kommen. Der andere geht bankrott und alles kommt auf dir. Und habe ich gesehen, von Talmud Yerushalmi, ein Rabbiner aus Sarajevo, Pele Yoetz, hat gesagt, wenn einer kommt zu dir und er sagt, bitte schreib mir Bürgschaft, sag ihm, mein Papa erlaubt mir nicht. Das ist ein Testament von meinem Papa. Er hat gesagt, soll ich niemand unterschreiben Bürgschaft. Reb Eliyahu Itmari, ein Rabbiner aus Türkei, vor 300 Jahren erzählt, dass einmal war ein guter Mann, feiner Mensch, und einer von seinen besten Freunden hat gebeten, soll er seine Bürgschaft. Und er hat unterschrieben. Und er hat nicht gewusst, dass der andere ist ganz schön runtergefallen, bankrott in seine Geschäften. Und alle Schulden sind gekommen auf den Bürgschaft. Und der Mann hat sich im Zimmer genommen, er hat sich selbst erledigt, weil er konnte nicht aushalten, so einen Schock und Skandal und eine Tragödie von jemand anderem, der hat ihm nichts zu tun. Also wir sehen zwei extreme Meinungen. Einerseits Mordechai, Radbaz, Josef Oimetz, große Tzadikim haben gesagt, Mitzwe, gute Sache, schöne Sache. Andere Sache sehen wir, radikale Leute dagegen. Deine Hand ist in Wolfmaschine, sag, dass dein Papa dir nicht erlaubt. Du wirst dich zum Schluss hängen, wenn du jemand unterschrieben. Und stellt sich die Frage, was macht man? Was tut man? Was ist wirklich jetzt die Lösung zwischen diesen zwei Meinungen? Wir sehen einen Widerspruch. Und in dieselbe Teure und in dieselbe Schriften, eine Gruppe ist sehr positiv. Und sie sagt, steht geschrieben in die Teure, Avet Avitenu, im 5. Buch Moses. Und manche sagen, nein, das ist eine Katastrophe und das ist eine Tragödie. Und das ist unsere Frage, was ist jetzt die Resultat, die Ergebnis, die Tachles, was soll man machen? Это хорошо для них, для тех, которые гарантируют, или блок.
Одни говорят, что это хорошо, потому что вы помогаете человеку. Он, вы мой, ну, если, допустим, мой сон идет, и поклажет с его падает. Если вы подхватите, то вам легче, чем если осел упал, и надо его поднимать заново. Поэтому хорошо, одни говорят, хорошо помогать. А другие, вот Соломон говорит, нет. Если твой друг, родственник или кто-то пришел просить, и ты получаешься, это для тебя очень опасно. Потому что есть такой пример, что вот поручился кто-то, а тот был заведомо банкрот и не мог никогда, да? И получается, что этот поручитель должен вернуть свое. А у него не было, и он, ну, не было столько денег, и все. И он пришел домой и повесился. И это тоже плохо. И вот такой вот вопрос, а что же делать? Одни говорят, это чудесно, ты выручаешь человека, а другие говорят, это опасно для тебя. Eins ist klar. Es ist eine Pflicht und eine wichtige Sache, dass die Menschen, eine sollen dem anderen unterstützen. Allein kannst du gar nicht in dieser Welt machen. Von Geburt braucht man schon eine Hebamme, der Mensch zu helfen, nach Hause zu schleppen. Ein Kind braucht Hilfe bis 10 Jahre. Wenn er stirbt und er wird alt, braucht er die ganze Zeit Hilfe. Menschen sollen ihm helfen und soll man ihn beerdigen. Ein Mensch schafft nicht alleine. Und natürlich, Wohltätigkeit ist viel wichtiger als Spende. Warum? Weil Spende ist nur arme Leute und Bedürftige. Aber Wohltätigkeit, Geld leihen, Geld borgen, braucht jeder. Auch ein normaler Mensch, der arbeitet, macht jetzt da Hochzeit oder will kaufen eine Wohnung. Wir brauchen einen dem anderen, um zu helfen und um zu unterstützen. Und nicht alle sind Banditen und Ganoven und Kriminellen, dass sie dir sofort lassen im Stich. Und deshalb sage ich euch heute die Regeln und den Kompromiss zwischen die zwei Meinungen. Zuerst muss man helfen, nur die Menschen, die du denkst, dass sie werden dir auch, wenn du brauchst, auch dasselbe machen. Zum Beispiel, mein Bruder, wenn ich will von meinem Bruder Geld leihen, yeah, was denke ich? Wenn mein Bruder wird von mir verlangen, will ich ihm geben. Okay, dann kann ich von ihm auch borgen. Also es muss immer sein Menschen, wo du weißt, es ist gegenseitig. Nicht einseitig. Älteren Kinder, Schwager, Schwägerin, also gute Freunde, zwei, drei. Jeden Mensch hat wirklich nächsten Leute. Aber jetzt kommt ein Schritt nach vorne. Ich muss zuerst dem anderen, vor dem, dass ich Bürgschaft schreibe, ich muss wissen, warum braucht er dem Geld? Wozu? Welche Kredite? Was hat er gekauft? Was ist die Sicherheit? Ich darf reinmischen in alle Details. Sonst spielst du mit deinem Leben, mit deinem Risiko. Du musst alles wissen, was macht dem anderen. Wenn der andere ist ein Verschwender oder einer, der bekannt, der gibt nicht zurück, gib ihm nicht. Schreib keine Bürgschaft. Also wenn das ein bekannter Mensch, das erlebt nicht richtig, er spielt mit seinem Geld oder er ist schon bekannt, dass er ist schon die ganze Welt und links schuldig Geld, sollst du nicht Bürger sein. Also zuerst muss man den anderen kontrollieren. Später muss ich selbst kontrollieren, ob ich habe die Möglichkeit zu geben jeden Monat diesen 100 Dollar zurück. Wenn ich habe Möglichkeit, das zurückzugeben, ich darf eine Bürger zu sein. Und wenn nicht, dann eben nicht. Also erste Regeln, Familie, Verwandte, gegenseitig. Zwei, ich muss dem anderen kontrollieren seine Situation, ob es ist eine seriöse Sache oder Schmonzes und Luftgeschäft. Drei, ob ich habe die Möglichkeit, wirklich Bürgschaft, Bürger zu sein. Vierten, ich muss auch mit jemandem beraten, mit der ganzen Situation, warum will er Geld, mit noch einer, der nicht emotional gebunden. Wenn das ist mein Bruder, er will jetzt Geld leihen. Er sagt Bürgschaft. Ich will kaufen eine Wohnung. Jetzt gibt es eine große Metzie.
Vielleicht diese ganzen Wohnungen jetzt, wird später, ist keine richtige. Leute kaufen Wohnungen in Florida, in Rumänien, man sieht die ganze Zeit Werbung und zum Schluss sieht man Luftgeschäft. Man kann kaufen ein Grundstück auf dem Mond, auf die Levone. Seriöse Sachen. Also Bekannte prüfen dem anderen, prüfen mich selbst mit die ganzen drei Kalkulatien, gehen zu einem Outsider, zu einem objektiver Mensch, der nicht mit der Familie oder mit den Freunden zu tun und fragen, was sagst du, was denkst du, soll ich Bürger sein, soll ich Bürgschaft sein oder nicht? Ohne dem, definitiv, kommst du in Wolfmaschine. Ohne dem wirst du bestimmt irgendwann fallen und die ganzen gesellschaftlichen Kontakte werden fallen. Guck mal, heute Menschen in die Welt haben keine Vertrauen an niemand. Tut mir leid, keine Bürgschaft, keine Geldleihen, kommt nicht in Frage. Warum? Weil die Menschen sind schon verletzt. Und wenn ein Mensch ist schon verletzt in heißem Wasser, hat er schon kalt in kaltem Wasser, hat er schon Angst weiter. Das sind die vier Regeln in die technischen, finanziellen Gesetzen in die Tora. Wie soll man Bürger sein? Дальше надо, чтобы ребенок, ему тоже помогает ребенку встать на ноги. Когда человек уже умирает, его должны похоронить. Сам он не может себя. Поэтому нужно помогать друг другу. Это иначе мы не проживем. А как же, чтобы не оказаться потом в ужасном положении? Первое, надо знать, кому ты помогаешь. То есть это должны быть родственники, близкие, друзья, знакомые. С улицы там кто-то нет. Нельзя одалживать. Это первое. Второе, нужно проверить, если у него, на что он тратит. Может, он проигрывает или пробивает. Если это так, и он тебе никогда не отдаст, и он, ты видишь, что он не может. Это второе. Третье, надо посмотреть, какое у него финансовое положение. Если он во что-то хорошее вложил, он вернет. Тогда ты уже немножко свободен, и ты должен проверить себя. Можешь ли ты? И тогда с этими тремя ты идешь четвертым и рассказываешь ему всю историю, и ты контролируешь того, кому ты одолжил деньги, ты должен контролировать его. И с этим всем идешь четвертым, и тот тебе подытожит, объективно скажет, можешь ты ему одолжить или нет. Представляешь? Jetzt, warum habe ich das alles erzählt? Wir sind jetzt nicht im Bankinstitut und nicht im Kredit und wir gehen nicht jetzt Geld leihen. Ich habe diesen ganzen Einführung gebracht, weil ich will eine geistigen, religiösen Idee bringen. Darum es war mir wichtig, die Spiegelung der Symptome von der Idee bringen und später die geistigen, die religiösen Ideen, was ich heute erzählen will. Wir wissen, dass als Gott hat uns gegeben die Tora, steht geschrieben, die ganzen Volk war bereit, Bürgschaft zu nehmen, einer auf dem anderen. Das heißt, jeder Jid, überall in der Welt, ist automatisch von Gott eine Bürger, nimmt Garantie, dass seine Jewish Fellow Man, dass eine andere Jid, soll sich gut benehmen. Und wenn er sich nicht gut benimmt, ist mein Schuld. Dass er ist nicht gut, ist mein Schuld. Und dass er ist schlecht, ist auch mein Schuld. Wir haben zwei Pflichten. Wir haben eine Pflicht, soll er nicht machen schlimme Sachen. Dann muss man dem anderen kritisieren und sagen, das, was du tust, ist nicht in Ordnung. Und wir müssen auch Mitzwes machen, auch für den anderen. Ich gebe ein Beispiel von der Halacha. Freitagabend, ich habe schon gemacht allein Kiddush, ich habe schon gebetet. Aber danach muss ich laufen in 15 Küchen hier im Heim und machen noch einmal Kiddush. Stellt sich die Frage, ich habe schon gebetet.
was ist jetzt mit dem anderen? Sollen sie beten oder ich kann für sie noch einmal beten? Sagt die Tora, du kannst für sie noch einmal beten. Auch 100 Mal am Tag. Auch wenn du den ganz jüdischen Volk triffst. Warum? Weil deine Aufgabe, deine Pflicht zu machen Mitzwes, ist nicht deine individuelle Pflicht, das ist eine kollektive Garantie. Und der Talmud gibt 2 Beispiele. Wenn es gibt einen Berg von Nüsse, nimmst du eine Nuss runter, alle Nüsse, brrr. Genauso ist das jüdische Volk. Jüdische Volk ist ein Berg von Nuss. Fällt eine Nuss, alle fallen runter. Oder noch ein Beispiel. Alle Jiden sind in ein Schiff. Plötzlich hört man von einem Erdgeschoss, einer macht in sein Zimmer ein Loch. Fragt der Kapitän, was machst du? Sagt er, Entschuldigung, ist mein Zimmer. Habe ich gemietet 2 Wochen. Ich will hier in Ruhe lassen und machen ein Loch in mein Zimmer. Habe ich bezahlt. Ich will sehen die Fischer lachen im Wasser. Sagt der Kapitän, sag mal, spinnst du? Ich werde dir ins Wasser wegwerfen. Sagt er, was geht dich an? Sagt er, es geht uns alle an. In dem Moment, wenn du machst ein Loch in diesem Schiff, wir werden alle enttrunken. Genauso gibt es auch in dieser Welt eine Bürgschaft, eine Garantie für die ganze Natur in der Welt. Wenn ein Mensch pfeift, ignoriert die Schönheit von der Natur, was macht er? Er macht kaputt für alle. Also kommt ein Mensch nach dir und eine Generation wird kommen nach uns und wir können nicht sagen, ja, wir haben gelassen den Park schmutzig. Wir müssen Garantien nehmen, Verantwortung, Bürgschaft, nicht noch über uns, sondern wenn wir sehen, ein Mensch werft etwas auf den Boden, sagen, Entschuldigung, heb das auf und werf das. Was geht dich an? Ja, es geht mir an. Wir sind alle in dieselbe Schiff. Jetzt aber stellt sich die Frage, wie weit soll man Gott kritisieren? Also soll ein Mensch den ganzen Tag gehen und sagen jedem Mensch, du machst nicht richtig, du machst nicht richtig, was, du bist da ein Polizist geworden, ein Strafzettelschreiber, was ist hier los? Sagt die Teure, du sollst Kritik und Verantwortung nehmen, diejenigen, wo du glaubst, die sind bereit, diese Verantwortung von dir zu übernehmen und zu hören. Das heißt, wenn das sind meine Kinder, meine Schüler, meine Chavairim, Leute, die ich beeinflussen kann. Wenn ich kann Leute beeinflussen zum Guten, ist meine Pflicht, zu beeinflussen zum Guten. Wenn ich kann beeinflussen, reduzieren das Schlecht, ist unsere Aufgabe zu machen. Interessant. Die Goyim wissen, dass alle Jiden sind miteinander verbunden. Die wissen das schon. Und wenn ein Jid hat etwas schlecht gemacht, was, sie sagen nicht, es war eine Jid. Was sagen die? Alle Juden. Alle Juden, das schreibt schon Reb Simchon Mishpaire im 12. Jahrhundert. Er sagt, wenn bei einer Jid ist Feuer verbrannt und alle anderen Häuser sind verbrannt, wer sind schuldig, dass Feuer gekommen? Die Jiden. Deshalb müssen wir immer vorsichtig sein. Weil egal was wir tun, sie wissen, dass wir sind miteinander gebunden, dass wir sind miteinander gemischt und jeder Jid ist in unserem Tempel wichtig. Weil jeder Jid bringt, wenn es gibt einen ganzen Topf mit Schollend, legst du noch einen Löffel Salz, der Salz sagt nicht, nein, ich stehe noch in die Ecke. Der Salz kommt überall rein. Und wenn einer legt ein bisschen Zucker, der Zucker sagt nicht, nein, ich bleibe nur beiseite. Das jüdische Volk ist wie ein ganzes Organ. Bei der Geldgeschichte, der Bürger muss besser sein oder reicher sein, als derjenige, der Geld leihen will. Aber in geistigen Sachen, in die Teure, man kann nicht sagen, dass ein Fuß ist weniger als der Kopf. Finger, Fuß, jeder Jid und jede in der Welt, die sind ein Teil von unserem Organ. Eine ist eine Niere, eine ist ein Herz, eine ist ein Hals, eine ist ein Finger. Jeder Mensch hat seine. Und in dem Moment, wenn du etwas tust, durch deine guten Taten, bringst du in dem kollektiven
Päckl von dem jüdischen Volk, Mitzwes. Das heißt, wenn du betest, denk nicht, ah, es kommt zu meinem Konto. Und interessant, wie beten die Juden? Alles plural. Alles. Gibt keine Gebet bei Shmona Esre, Singular. Atochon Antonu, Hashiveinu, Refoeinu, Borecholeinu, Schmakoleinu. Immer plural. Weil was hilft mir? Dass ich bin gesund und reich und klug und schön und alle anderen herum geht sie nicht gut. Was für ein Leben ist das? Wie kannst du die anderen ignorieren? Deshalb immer, wenn wir beten, beten wir immer plural. Auch jetzt am Yom Kippur, wenn wir haben gesagt, die Sünden von ganzen gibt Sünden in diesem Text, glauben Sie mir, habe ich nicht gemacht. Ganz schlimme Sünden gibt es in dem Text. Wieso? Ich habe nicht gemacht alle Sünden, warum muss man so viel schlagen? Steht geschrieben, genauso wie du betest Gutes, betest du für alle. Wenn du betest Schlechtes, betest du auch für alle. Das heißt, das ist mein Bruder, das ist mein Körperteil. Ich kann nicht sagen, ja, wenn ein Mensch hat Handschmerzen, er betet nicht Gott, mach dem Hand gesund, mach dem Hand gesund. Was sagt, ich will gesund sein. Das ist ein gesamtes Kollektiv. Deshalb, bei jedem, diese Bürgschaft ist ein Teil von dem jüdischen Glaube. Und deshalb, es gibt Gebote und Verbote, die ich kann zum Beispiel nie machen. Ich bin kein Kohen, kein Priester. Ich bin kein Levi. Ich kann nicht eine geschiedene Frau noch einmal heiraten. Also gibt es eine große Mitzwe, zu heiraten wieder dem Ex-Partner. Eine von den Mitzwes. Aber ich kann das nicht machen, weil ich bin nicht geschieden. Ich muss nicht jetzt meine Frau scheiden lassen, um diese Mitzwe zu machen. Aber wenn ein anderer Jid in die Welt hat diese Mitzwe gemacht, bekomme ich automatisch in mein Konto auch eine Gutschrift wegen dieser Mitzwe. Вот это вот евреи. Если кто-то что-то один сделал плохое, там где-то у него загорелся дом, и от него пошел пожар, все кричат, что? Евреи. То есть всех берут не вот этого меня, а всех евреев. Мы это хорошо знаем. Мы это все пережили. Он рассказывает вот эти все истории, что мы одно целое, и нас воспринимают другие как одно целое. Если кто-то сделал плохое, отвечают все. И не разбирается, кто и что. Другие народы нет, а мы вот такие. И поэтому надо, все, надо помогать каждому, но тот, кому ты помогаешь, ты должен его знать, и тот тоже несет ответственность. То же самое, он говорит, и природа, что это все одно целое. Если там, допустим, на пароходе, кто-то в каюте там сидит в трюме и хочет сделать дырку. Приходит капитан и говорит, что ты делаешь? Он говорит, я уплатил за эту каюту. Что я хочу, то я делаю. Он говорит, но из-за этой дырки мы все утонем. Мы все на одном этом пароходе. И на этом пароходе нужно соблюдать порядок и правила. И иначе мы все пропадем. Если один кто-то вот просверлит дырку или там еще что-то, так все пропадут. Точно так же природа. Если там что-то... Все отвечают за это. И это опасно для всех. Да. Вот это вот самая главная идея, но мы это все хорошо знаем. In dritte Buch Moses, Kapitel 27, Pasuk 37, steht geschrieben, wir werden eine fallen durch den Fallen von dem anderen. Immer wenn ich sehr Fahrräder fahren, zusammen eine Gruppe, plötzlich eine fällt, was passiert? Bum, 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 bum. Ich sage, wow, unglaublich, ich sehe dieses Bild, die steht geschrieben in die Teure. Was bin ich schuldig, dass er ist gefallen? Du bist nicht schuldig, aber du fällst. Sagt die Teure, das jüdische Volk eine wird fallen
durch den Fall von jemand anders. Das ist eine Kettenreaktion. Und beim ersten Geschichte, wenn das jüdische Volk kommt nach Eretz Israel und Joshua, der Nachfolger von Moshe, macht einen Krieg, er hat gesagt, keiner soll nicht nehmen von die Beute. Gar nicht. Soll man lassen Jericho, Krieg nur für Krieg, nur zu erobern, nicht jetzt um zu rauben, zu klauen, nicht eine besessene Besitz, eine Besitz besessen zu sein. Und alle haben gar nicht genommen. Es war nur ein Mann, sein Name war Achan ben Zavdi, und der hat geklaut, so eine schöne Pilzmantel und noch ein paar, bisschen, paar Geld. Und plötzlich im Krieg sind 36 gestorben. Und Joshua hat verstanden, Gott hat ihm versprochen ein Wunder. Und es ist keine Wunder passiert. Er hat verstanden, jemand hat gesündigt. Und er hat gesagt, man muss machen eine Tombola. Und dann hat man gefunden zum Schluss, dass der Mann, und die Leute haben gefragt, einer hat gesündigt und wir müssen alle sterben. Sagt Joshua, ja, das ist in unserem Volk so. Du kannst nicht sagen, nein, nein, nein. Das hat mit mir nichts zu tun. Entschuldigung, also das ist eure Sache. Bei jedem gibt nicht eure Sache. Wenn es gibt in der Welt, irgendwo, in Ukraine, hat man Jid geschlagen im Bahnhof, ich sage nicht, na, das sind die Juden von Ukraine, es hat mit mir gar nichts zu tun. Was hat, nein, 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 nein. Bei jedem, es ist wie ein Metall. Hier ist heiß, hier spüre ich das auch. Das ist ein Stickel Volk. Und egal, wo du gehst, wenn es jemand was Gutes passiert, freut mich. Wenn es jemand nicht Gutes passiert, nicht gut. Noch eine letzte Sache. Wenn einer gibt dem anderen Garantie für gute religiöse Sachen. Ah, du wirst leben Tfilin, wirst du werden gesund. Wirst du machen Mezuse, deine Kinder wirst du schlafen gut bei Nacht. Wirst du lernen teure, wirst du mehr Parnasse haben. Die Antwort lautet, für göttliche Sachen gibt es keine Garantie. Warum? Weil du kannst nicht Garantie geben. Garantie kannst du nur geben für das, was du hast. Du kannst geben gesund, du kannst geben schlafen bei Nacht, du kannst segnen. Wenn du Mezuse legst, vielleicht kann dir das helfen beim Schlafen. Es gibt im Judentum nur eine Garantie. Nur eine. Das gibt Gott. Wenn einer gibt 10% Zdoke, Spende von das, was er hat, Gott verspricht ihm, dass er wird mehr verdienen. So steht geschrieben bei dem Prophet Malachi. Ich möchte aber schließen, wir stehen jetzt kurz vor Simchat Torah. Und Sie wissen, Menschen suchen am Leben Simche, Freude. Alle Menschen in der Welt, was suchen die Menschen? Freude. Wenn es gibt Sonne und es gibt Freude, alle gehen spazieren, essen Eis. Menschen wollen schöne Sachen. Und interessant auch bei uns, ältere Menschen suchen auch andere ältere Menschen, die mit Freude leben. Ein Mensch, ein Schlimassel, sucht nicht noch ein Schlimassel. Ein Mensch sucht, wo es gibt noch Freude, wo es gibt noch Schönheit, Breitkeit, Lebendigkeit, Feuchtigkeit, Ehrlichkeit, Motivation. Menschen wollen gute Sachen. Aber eine gute Sache hat uns Gott gemacht, dass wir nicht alles haben. Weil in dem Moment, wo ein Mensch hat alles, wird er Meschuge. Dann, er ist ein Rentner zum Beispiel, er hat schon alles, aber er will Motivation zum Leben. Ah, dann geht er zum Doktor. Dann fehlt ihm gesund. Oh, geht jeden Tag zum Doktor. Warum? Weil es fehlt ihm etwas. Der Chassam Sofer hat erzählt, dass in Pressburg hat er einen Nachbar. Der Nachbar war ein vollständiger Mensch. Gute Frau, gute Kinder, gute Geld, gute Freunde. Er hat alles gehabt. Und zum Schluss hat er sein Leben genommen. Weil wenn ein Mensch hat alles, hat er nicht Freude, dass er, wenn er hat etwas bekommen und gemeistert, das schenkt dem Mensch Freude. Es gibt eine Stadt in Amerika, sie heißt San Diego. Dort
leben die Menschen sehr gut. Sie haben nur private Häuser. Jeden Mensch hat neben seinem Stub Auto, Karawane und eine Yacht. Weißt du, was eine Yacht? Eine kleine Schiffele. Und es gibt dort in San Diego mehr als 70% Scheidungen. Warum lassen sich Menschen scheiden? Frisch, gesund und meschuge. Sie haben alles viel zu gut und es ist langweilig. Und in San Diego, wenn man bringt ein Kind zum Kindergarten, es gibt Anmeldungsformular. Es gibt dort eine Adresse von Papa, Adresse von Mama und Adresse vom Kind. Mazel Tov, warum drei Adressen? Weil manchmal der Mama und der Papa leben nicht miteinander. Da braucht man zwei Adressen. Und dritten muss man wissen, wo wohnt das Kind. Verstanden? Habt ihr verstanden, wie kompliziert? Deshalb, in dem Moment, wo ein Mensch hat Freude in sein Leben, in das, was er hat, freut er sich. Und er sagt, der Ribbono shel Olam, fehlt mir etwas? Nicht gefährlich. Ich werde davnen, euch scheine, und da wird er immer freilich sein. Deshalb, wenn haben wir am Simchat Torah die Torah beendet, was fehlt uns jetzt? Eine ganze Teure. Wir müssen jetzt die ganze Torah noch einmal lernen. Ja? Und was bringt eine Mangelerfüllung? Schenkt Simche, schenkt Freude. Wenn ein Mensch, es waren in den alten Zeiten Menschen, die haben sich ein bisschen verhungert, um mehr Freude zu haben an dem Essen. Weil wenn du die ganze Zeit isst, schmeckt nicht, wenn man hat gar nicht, plötzlich hat man etwas. Eine große Simche. Es ist die bekannte Witz, ein bekannter Witz, aber immer richtig. Mit der Jid, der gekommen zum Rebbe, der hat gesagt, er hat eine Pitzkele-Wohnung. Kennt ihr den Witz? Er hat gerade eine Pitzkele-Wohnung. Ganz klein. Er hat gesagt, Rebbe, was soll ich machen? Der Rebbe hat gesagt, nimm mal rein eine Zieg. Und der Zieg ist dort gewesen. Noch eine gewisse Zeit, der Zieg ist ein Reus. Oh. Ja. In Jiddisch gibt es zwei Wörter. Eine heißt Hanue. Hanue. Hanue oben. Ich habe Hanue gehört. Und die zweite heißt Amechaie. Was ist der Unterschied zwischen Hanue und Amechaie? Wenn die Enkelkinder kommen, ist Hanue. Wenn sie gehen, weg Amechaie. Weil wenn sie kommen, ist Hanue, ist eine Erfüllung. Ist ein Genuss, ein Vergnügen. Aber irgendwann wird eine Belastung. Und sie gehen weg, sagst du, oh Amechaie. Das heißt, das ist Freude. Du bekommst etwas, fehlt dir etwas und dann beginnst du langsam zu schätzen. Und das ist die Zeit jetzt von Simche, dass, ich weiß, mein Rebbe hat die ganzen Sukkes, hat sich gekocht bei Simche. Wirklich. Er hat gesagt, das ist eine von den wichtigsten Gewürze am Leben, die schenken am Leben Sinn. Wenn ein Mensch hat Simche, Freude, dann erzieht in sein Leben viel mehr Gutes als ein Mensch, der ist nicht besimche. Das ist 100% so, wenn zwei Menschen miteinander kämpfen und einer ist depressiv, aber 120 Kilo, ein guter Boxer, und der andere ist 70, 80, aber ein Freilacher, und die beiden miteinander kämpfen, wer wird gewinnen? 80 Freilacher oder 120 Depressionen? Warum? Weil der Freilacher, er wird in allem Kämpfen am Leben siegen, weil er hat Motivation zu siegen. Aber wenn ein Mensch ist ein Gefallener, ein Staubiger, ein Erdischer, ein Unzufriedener, ein Depressiver, das kann schleppen der Mensch in ein Saalloch, wo niemand kann ihn davon rausschleppen. Deshalb kommt Sukkes und der Mensch ist 7 Tage draußen in die Sukka. Kalt, unangenehm, kommt er nach Hause, ach, schön, ich habe einen Stub. Und so kriegt man dem ganzen
bewusst, dass der Eibischter ist so gut zu uns und manchmal macht er uns, er chappet uns, er nimmt, macht uns ein bisschen weniger, um ein bisschen mehr Simche zu haben und mehr Freude zu haben. Der Eibischter soll helfen, dass wir am Leben viele Freude haben. Ah, ich wollte noch etwas erzählen von San Diego. Das habe ich gestern gehört von meinem Rav, Chaim Sholem Deitsch. Der hat erzählt, das war in San Diego ein Schaliach, ein Rabbiner. Sein Name war Jona Fradkin. Ein russischer Jid, der zugekommen zur Jüdischkeit. Und dort nicht gehabt, er war ein guter Mensch, ein guter Rabbiner. Aber er konnte nicht bauen, Synagoge und alles. Ein Tag liest er in die Zeitung, dass ein reicher Mensch hat ein großes Geschäft gemacht. Der heißt Honori Peter Chorkart, habe ich geschrieben den Namen. Er ist geworden Multimillionär. Und er hat gesagt, wenn ein Jid ist geworden so reich, ich werde zu ihm gehen, soll er bauen einen Kindergarten, eine Synagoge, eine Schule, alles. Und er versucht, den Mann zu erreichen, geht nicht. Ein, nachher, Geschäftsleute, Freunde, gar nicht. Er geht nicht dran am Telefon. Er war ein Chutzpenjak, ein Mutiker. Und er ist gegangen neben seinen Stub. Und er hat gewartet, wie kann man ihn kontaktieren. Er geht nicht raus. Hat sich herausgestellt, der Mann, der Größenreicher, der Millionär, ist depressiv. Zu Hause, der hat starken Manne-Depressia, Mono, das nennt man das heute Mono, das ist eine Phase, der Mensch hat keine Lust, gar nichts zu tun, weil er hat alles. Und er hat gesagt, ich will zu ihm reingehen, 5 Minuten. Ist reingekommen, hat mit ihm gelegt, Filin, gar nicht gesagt, Geld oder so, nichts. Nach einer Woche kriegt er ein Telefon von seinem Sekretär, ob er kann noch einmal kommen. Weil diese 5 Minuten haben ihm gut getan. Und so ist er gekommen, jeden Freitag, jeden Pesach, jeden Sukkes, dem gebracht Matzes und Lulev und alle Sachen, was man braucht. Nach 5 Jahren, der Mann ist wieder zu sich gekommen und der Rebbe hat ihm gesagt, jetzt ist Zeit zu bauen größten Torah Center in San Diego, ein größten Gebäude für Chabad aus. Und er ist gekommen zu diesem Henry. Er hat gesagt, Henry, jetzt brauche ich deine Hilfe. Sagt er, wie viel brauchst du? Sagt er, weiß ich nicht, du sollst bauen. Und er hat gedacht in seinem Kopf, $2 Millionen. Aber er wollte nichts sagen. Und der reiche Mann hat ihm gebaut eine Duplex, $35 Millionen. Er hat gar nicht gesagt, wie viel. Wenn der Ribbono shel Olam will, Menschen, die oben Seichel verstehen, dass nur wenn du gibst andere Leute, hast du Freude. Und einer hat gesagt zu seinem Vater, weißt du, warum bin ich geboren ein Schaliach? Weil ich habe gesehen, dass viele Rebbes sind freilich. Und deshalb wollte ich auch Schaliach sein, Rebbe sein. Weil ich wollte auch freilich sein. Weil es gibt viele Berufe in dieser Welt, die Menschen sind. Und ein Rebbe, ein Chosid, Schaliach, muss freilich sein. Weil wenn er ist freilich, er ist wie ein Licht. Und wenn er ist wie ein Licht, kommen viele Schmetterling. Kommen rein und wenn es dunkel, gehen alle weg. Verstanden? Ja. Agut Yontef, der Rebbe hat geheißen, freilich sein, aber nicht mehr Schuge. Sei gesund.